Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Jetzt hätte ich fast ein Glas runtergeschmissen. Weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir wechseln erstmal den Spieler aus, den ich nicht haben möchte für Ginter. Ja, und zwar werde ich Bender behalten als Informspieler. Ich habe mir die In-Game-Werte von Bender und Brooks angeschaut. Und Bender hat einfach die besseren Defense-Werte und hat auch deutlich bessere Ausdauer. Brooks hat dafür die bessere Kopfballgenauigkeit, aber das ist mir nicht so wichtig. Ja, Bender ist ein absolutes Ausdauer-Biest, hat die besseren Zweikampfwerte in eigentlich fast allen zweikampfrelevanten Punkten und deswegen werde ich Bender auch behalten. Hat auch die höhere Aggression, was immer ganz gut ist bei dem Innenverteidiger. Vor allem in dem FIFA ist eine höhere Aggression gut, damit die auch von alleine mal was machen. Und deswegen werde ich Brooks verkaufen. Obwohl ich ihn auch mag. Sobald Brooks eine Inform bekommt, ist er natürlich wieder dabei, ist klar. Aber ohne Inform ist Ginter einfach besser. Und Bender auch als Brooks so. Auf Transferliste. Und da haben wir schon die nächste Inform. Jetzt haben wir auch in der Bundesliga schon zwei Informs. Das ist krass. Aber es sind halt auch beides preiswerte Informs. Ich habe für Arangis, ich glaube, 15.000 bezahlt und für Ginter jetzt auch 15.000. Können wir nochmal nachschauen, aber ich glaube, es waren 15.000. Ja, auch 15.000, nice. Ich will mal gucken, was der. Oh, nicht anbieten. Oh Gott, wenn ich jetzt auf Ja gemacht hätte, ich hätte gekotzt, ey. Ich will nur den Preisvergleich sehen. Ich will wissen, ob er schon den Preis gestiegen ist. Geil, guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich habe ihn für 15.000 gekauft. Für 15.000, meine Freunde. Und der Preiswerteste, den ich jetzt gesehen habe, waren 35.000. Und es ist gerade mal eine Woche her. Es ist gerade mal eine Woche her. Und er ist jetzt schon 20.000 mehr wert, wie es aussieht. Wenn es nicht noch billiger ist. Okay, zwei, okay, 31. Okay, gehen wir von 30.000 aus. Dann ist er halt jetzt einfach mal das Doppelte schon wert. Das Doppelte. Er hat seinen Wert schon verdoppelt in einer Woche. Ich sag doch, das ist so schlau, die am Anfang zu kaufen. Sehr. Und guck mal, wie oft die noch auf dem Markt gibt. Und trotzdem ist der so teuer schon geworden. Wie geil, ey. Und das war's noch lange nicht. Wartet mal ein, zwei Monate, dann ist er mehr wert. Es sei denn, er kriegt dann noch eine Inform. Sehr, sehr geil. Aber er hat dann auch richtig geile ZM-Werte, ne? Mit seinem 87 Pass ist einfach nice. Sehr geil. Hat sich doch schon gelohnt. Jetzt kommt die zweite Inform rein. Ginter. Rechtsfuß, Bender war auch Rechtsfuß, aber hatte 4 Sterne auf den Schwachen, deswegen machen wir es mal so. Und da freut sich auch Sommer, auch Gladbacher. Und ach ja, jetzt spielen wir natürlich Squad Battles. Der Rossi bleibt im Verein, deswegen kriegt er auch. Ich muss auch mal anfangen, mir Verträge zu kaufen. Ich weiß gar nicht, ob die gerade billig sind. Muss ich mal gucken. Und ja, Squad Battles. Oh Gott, zocken gegen die CPU, wie ich gar keinen Bock drauf habe. Aber da ich. Logischerweise. Muss man hier gar nicht selber steuern? Du musst den Controller benutzen. Doch, man muss selber steuern. Kann ich für den Gegner? Nee. Gut, dann würde ich sagen. Action. Und jetzt können wir erst sehen, was der Gegner für ein. Für ein Team hat. Ich bin gespannt. Oh Gott, zocken gegen die CPU habe ich ein. Ich habe. In FIFA 17 kein einziges Spiel gegen die CPU gemacht. Okay, das ist ein ultraschwaches Team. Ich hoffe mal, der spielt dann auch nicht gut. Wie gesagt, ich will es gewinnen, aber eigentlich will ich jetzt bloß schnell mal 4 Spiele spielen, damit ich meine Wochenaufgabe erledige, weil ich denke, dafür gibt es dann schon ein gutes Pack oder so. Stadion mit viel Schatten ist nicht so geil. Also es wird mir jetzt auf jeden Fall schwerfallen, das Spiel ernst zu nehmen. Das kann ich jetzt schon so sagen, wie es ist. Aber logischerweise will ich, wie gesagt, trotzdem versuchen, das zu gewinnen. Bin gespannt, wie schwer Profi ist. Ob er jetzt hier 5 Tore schießt oder. Ach du Scheiße, das ist geil. War eigentlich auch ein guter Abschluss. War gut gehalten vom Torhüter. Schade. Gut gemacht mit Hector.
Oh, nicht auf ihn. Ich hätte straff aufpassen müssen. Ich habe nicht straff genug gepasst. Okay, ich glaube, Profi ist zu einfach. Ich glaube, ich kann im nächsten Spiel auch Weltklasse probieren. Oh, Alu! Schade, das wäre mal wieder ein Freistoß, ein Eckentor geworden. Ah, eigentlich eine gute Idee mit der Schusstäuschung, aber hat da nichts gebracht. Gegner war zu nah dran. Also richtig merkt man gar nicht, dass es die CPU ist. Also, oh, ich habe direkt auf Passen gedrückt. Man könnte auch denken, ach, jetzt spiele ich hier mit Alaba. Scheiße, ich verschwende gerade Leihspieler Alaba gegen eine CPU. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, hat dann glaube ich noch ein Spiel. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, hat dann noch ein Spiel. Dann sollte ich natürlich dann Alaba rauspacken und das mir für die Weekend League aufheben. Denke ich, werde auch in der Weekend League Aubameyang spielen. So weit wie möglich. Also ich glaube, da gibt es auch sieben Spiele als Leihspieler. Schade. Oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock, diese Spiele zu machen, ey, wenn ich ehrlich bin. Ist auch nicht, ich finde es so kacke, gegen die CDU zu spielen. Schön mitgenommen von Origi. Was ist das denn? Könnte ja nichts werden. Über Umwegen. Boah, das gibt's doch nicht. Der Gegner hat auch viel schlechtere Spieler. Was mache ich denn? Ich sag ja, ich kann es nicht ernst nehmen. Komm. Kann doch nicht so schwer sein, das zu gewinnen. Ich glaube, ich brauche auch gar nicht anfangen, mit Weltklasse zu spielen. Profi ist zwar einfach und mit Sicherheit bin ich auch besser als, oder bin ich vielleicht sogar so gut, dass ich Weltklasse spielen könnte, aber. Das Problem ist, dass ich, wie gesagt, schon jetzt das Spiel nicht wirklich ernst nehmen kann. Das wird sich nicht ändern, wenn ich dann gegen Weltklasse spielen würde. Dann würde ich wahrscheinlich da deswegen dann auch einfach verlieren. So, da macht Ibrahima Traoré das erste Tor. Das ist doch schon mal schön. Ich werde auch nicht auf Defensiv gehen. Scheiß drauf. Das Problem ist, wenn ich hier 10 Tore schieße, bricht der Gegner trotzdem nicht ab, weil es ist halt CPU. Wir müssen es halt bis zum Ende spielen. Ich hätte den Ball wieder nicht im Sprint einnehmen dürfen und es war ein schlechter Abschluss. Aber ich habe den Ball wieder im Sprint abgenommen. Das mache ich leider immer noch viel zu oft in FIFA 18. Obwohl, das war eigentlich auch schon in FIFA 17 schlecht. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer wieder mache. Okay, zweites Tor. Es wird wahrscheinlich in FIFA 18 genau wie in FIFA 17 sein, dass man bis 5 Tore halt, oder ja, bis 5 Tore halt mehr Punkte bekommt für jedes Tor. Und wenn man mehr als 5 Tore schießt, dann gibt es trotzdem nicht mehr Punkte wie bei 5 Toren. Ich habe auch schon mal ein Video von jemandem geschaut, der Squad Battle gespielt hat. Also anscheinend die Punkte, die man am Ende kriegt, die gehen nach den Toren, die man hat. Natürlich kriegt man mehr Punkte, wenn man zu 0 spielt. Was ich zum Glück immer noch kann. Und man kriegt auch für Ballbesitz gemachte Fouls, werden glaube ich Punkte abgezogen, gelbe Karten und sowas. Und für Ballbesitz bekommt man auch nochmal Punkte. Danke, Sommer. Perfekt rausgefaustet zum Spieler hinter.
Boah, krasser Pass. Schade. Ich weiß auch gar nicht, wie viel mir das jetzt bringt, wenn ich versuche jetzt hier alle 4 Spiele zu gewinnen und so viele Tore und Punkte wie möglich zu machen. Also ob ich da jetzt mit 4 Spielen wirklich krass irgendwas reißen kann, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann jeden Tag unter der Woche 4 Spiele machen und da die Punkte rausholen und dann am Wochenende kann man, glaube ich, mehr machen als 4 Spiele an einem Tag. Wobei ich mich frage, wer freiwillig die Weekend League zockt oder noch bei Squad Battles versucht, jedes Spiel zu machen. Oh, da wollte ich einen flachen Schuss machen und habe aber anscheinend das zweite Drücken auf Schießen nicht schnell genug nach dem ersten gemacht und dadurch kam dann Dreck dabei raus. Okay, 2-0 in der ersten Halbzeit, schön. Aber wie gesagt, es motiviert mich einfach überhaupt nicht, das zu spielen. Aber egal, Rumjammern brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ich will die 4 Spiele machen, um gucken, was ich für eine Wochenbelohnung bekomme. Und ich denke, so oft wird es auch nicht vorkommen, dass ich durch Zufall alle Voraussetzungen für die Woche erfüllt habe. Deswegen wäre es dumm, das jetzt nicht zu machen. Ob ich die heute alle noch mache, das weiß ich nicht. Ich werde wieder in dem Video 2 Spiele machen. Meiner Meinung nach war das sogar ein Foul, oder? Schön mit Hector nochmal den Ball. Ach ja, schon, der ist ja auch Linksfuß, ne? Der Hector ist Linksfuß. Den Ball mit dem starken Linken abgeschlossen. Warum die immer mit der Eckfahne jubeln, wenn man nichts macht? Das fand ich irgendwie cooler in den älteren FIFA-Teilen. Da haben die immer mal andere Jubel gemacht. Früher habe ich die halt einfach immer von alleine jubeln lassen und habe mir so angeguckt, was die für Jubel machen. Oder da haben die halt auch immer, wenn sie einen Signature-Move hatten, also wenn sie quasi einen Jubel hatten, den sie immer gemacht haben, im echten Leben, dann haben sie den auch im FIFA gemacht. Zum Beispiel hat damals noch Mladen Petric, keine Ahnung, der ein oder andere von euch, der die Bundesliga schon etwas, ein paar Saisons verfolgt und der vielleicht Hamburg-Fan ist, der würde ihn noch kennen. Der spielt, glaube ich, auch noch aktiv, aber keine Ahnung, wo oder was er jetzt genau macht. Und Mladen Petric hat, glaube ich, für Hamburg damals gespielt. Ja, doch, für Hamburg. Und der hat immer, wenn er ein Tor geschossen hat, hat er immer so einen Pfeil, einen unsichtbaren Pfeil aus einem unsichtbaren Köcher geholt und hat ihn abgeschossen, also quasi Pfeil im Bogen gespielt. Das fand ich immer gut. Das war sein spezieller Jubel. 3-0. Ich überlege halt, ob ich jetzt das zweite Spiel doch mal in Weltklasse probiere. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Origi hat sich so scheiße hingestellt. Wenn er sich mal wieder hätte zurückfallen lassen, hätte ich ihn so geil anspielen können, nachdem ich meine Schusstäuschung gemacht habe. Aber so konnte ich ihn halt einfach nicht anspielen. Ich hätte dann einfach selber abschließen sollen und nicht nochmal passen. So, machen wir ein 4-0 draus, oder nicht? Ja, ich weiß doch, wie Elfmeter gehen. Ja, okay, schön. Alaba hat den besten Elfmeter? 80. Hä, hier war doch jemand 86 gehabt. Arangues, warum ist denn Arangues nicht eingetragen, wenn der den besten Elfmeter hat? Verstehe ich nicht. Okay, nice. Yay. Das war einfach so eine ganz leichte Jubelfaust anscheinend. Nice. Schöner Jubel. 4-0, wenn wir jetzt noch ein Tor machen, dann haben wir die Maximalausbeute geholt. Es wäre irgendwie geil, wenn man... Ja, okay, es wäre unfair. Ich wollte gerade sagen, es wäre geil, wenn man die Spiele ab 5-0 oder so einfach beenden könnte. Aber es wäre natürlich unfair gegenüber denjenigen... Ja, wobei eigentlich nicht, weil wenn man das Spiel vorher abbricht, hat man ja weniger Chancen, Ballbesitz zu holen. Aber ja, gut, das macht keinen Sinn. Das ist ja trotzdem irgendwie Wettbewerbsverzerrung, denke ich, wenn man dann ab einer bestimmten Vorsprung abbrechen könnte, weil rein theoretisch kann man ja auch das Spiel noch verlieren, wenn man 5-0 führt. Oh Gott, das war Glück, dass der Ball ankam.
Komm, noch ein Tor für maximale Punktausbeute. Aber ist mir eigentlich egal, aber trotzdem, komm. Okay, wenn ich hier 4-0 gewinne oder vielleicht sogar noch höher, dann werde ich wohl doch mal das nächste Spiel auf Weltklasse machen, um ein bisschen eine Herausforderung zu haben. Man ist ja auch irgendwo Training. Was macht der denn für vogelwilde Pässe hier? Aber es war wieder mal Bender, aber Lars Bender, also der Mittelfeldbender. Na, da gewinnt sogar Alaba das Kopfballduell, wenn da gar niemand steht vom Gegner. Ah, zu weit vorgelegt, aber zu weit vorgelegt. Nichts aber. Also er macht teilweise schon merkwürdige Flanken. Das ist schon sehr schwach gespielt auf Profi, muss ich sagen. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir so hoch führen. Dann muss er jetzt versucht er jetzt wahrscheinlich auf Krampf irgendwie gefährliche Situationen zu generieren. Och, erst die 70. Die Zeit vergeht auch nicht. Wie viel Zeit ist das hier? Auch 6 Minuten Halbzeit? Wahrscheinlich. Ich muss an FIFA World denken, wo man 4 Minuten pro Halbzeit hatte. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Komm! Oh, es hat zu lange gedauert. Die Schusstäuschung hat zu lange gedauert, weil da war jemand in der Mitte komplett frei. Geht eine Halb? Na, ist egal. Na, Vorteil ist, ich kann natürlich mehr reden, um mich nicht zu konzentrieren. Ah, jetzt ist unten ein bisschen blank, aber sieht er anscheinend nicht. Schlecht vorgelegt. Aber ich kann halt mehr reden, weil ich mich nicht so konzentrieren muss. Es sei denn, ich spiele dann... Geiler Pass ab Origi, aber total schlecht mitgenommen. Und dadurch Pace verloren. Pass war auch interessant. Aber es ist maximal gelb. Also wenn... Ja, es ist gelb. Naja, er sagt noch, bitte mach's nicht mehr, Alaba. Kann das sein, dass die Schiris alle super klein sind oder meinen die Spieler alle total riesen? Das war schon bei De Rossi so, als er beim Torhüter stand, beim Schiri stand, dass das so aussah, als ob De Rossi mega groß war und der Schiri halt einfach super klein. Aber vielleicht ist es ja auch so. Oh, krass, dass er den macht. Hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt haben wir unser 5. Tor und dementsprechend... Hey! Und dementsprechend kriegen wir jetzt maximale Torpunkte zumindest. Und das nächste Spiel auf jeden Fall auf Weltklasse, weil 5 Tore ist sehr viel. Aber wir haben es gleich geschafft. Oh, hoffentlich, wenn es nicht mindestens ein Goldpack gibt als Belohnung, also als insgesamte Wochenbelohnung, dann weiß ich, also dann ärgere ich mich, weil... Ich die Spiele echt nur wegen der Belohnung mache. Wegen der Wochenbelohnung. Boah, war noch abgefälscht, oder? Mehr Tore brauche ich eigentlich gar nicht machen, fällt mir gerade so ein. Habe jetzt gar nicht groß gezielt, einfach abziehen und fertig. Ah, ein Distanzschuss mit Traoré, nein. Wäre auch mit rechts gewesen, er ist Linksfuß. Wobei, er hat ja schon ein sehr schönes Tor mit rechts geschossen. Vor allem ein sehr schweres Tor. Deswegen war es wahrscheinlich auch so schön. Ich meine, einfache Tore sind meistens nicht so schön. Oder das redet man zumindest nicht oft von sehr schönen Toren. Yay! Nummer 6. Also ich werde jetzt dieses Spiel... Oh fuck, ich verzerre natürlich gerade komplett die Scorerpunktanzeigen, die Scorerpunkte von meinen Spielern, fällt mir gerade ein. Naja, egal. Was wollte ich sagen? Ich werde das jetzt nicht mit rein in diese Überlegung, krass, das ist das Spiel mit den meisten Toren, weil das ist das Spiel mit den meisten Toren, aber es ist halt Squad Battle.
Und nur Profi. Und Profi ist, glaube ich, ziemlich einfach. Also wenn selbst ich hier so einfach 6 Tore mache, muss es super einfach sein. Und zu null vor allem. Und der Gegner war, glaube ich, nicht mal andersweise gefährlich vor meinem Tor. Und dass ich nicht gut verteidige, wissen wir ja. Das zweite Spiel machen wir jetzt auf Weltklasse. Regie mal wieder 10er-Bewertung, 3 Tore, eine Vorlage, wieder mal 4 Scorer-Punkte, nice. Wir bekommen 1250, Partie beendet, 265 Punkte, Spielergebnis 200, Skillbonus, also bekommt man pro Tor wahrscheinlich 40 Punkte, ja. Skillbonus 485, Tore 300, ach ne, da ist der Tor. Okay, also bekommt man pro Tor, ich hatte ja jetzt 6, oder ist es doch so, dass man mehr Tore, aber der eine Spieler hat doch gesagt, dass man nur bei 5 Toren das Maximale bekommt, aber jetzt würde ja Sinn machen, dass man pro Tor 50 Punkte bekommt. Schwierigkeitsbonus 1. Dann wollen wir unseren Rangaufstieg, Bronze 3, also wir bekommen auf jeden Fall irgendwas am Ende der Woche, keine Ahnung was. Ja, dann würde ich sagen, ich bin jetzt mal auf Weltklasse, aber ich werde mal das schwächere Team nehmen mit 76 Bewertungen. Wenn ich jetzt gegen das Team total untergehe, dann brauche ich die anderen Teams, die noch stärker sind, logischerweise nicht mit Weltklasse spielen. So, jetzt haben wir hier einige mit nur einem Vertrag noch, fällt mir gerade auf. Also erstmal ganz schnell Alaba gegen Prosinski nehmen. So, erstmal so mit Prosinski spielen. Und wer noch? Also, Bender gefällt mir im Mittelfeld eigentlich ziemlich gut. Gibt's keinen Grund, den auszutauschen. Hector gefällt mir auch sehr gut. Gibt's auch keinen Grund, auszutauschen. Traoré, Weiser haben wir keine Alternative. Da bleibt auch. Traoré gefällt mir eigentlich auch gut. Ja, ich denke, die spiele ich noch eine Runde weiter. Ja. Und dann wäre ich wahrscheinlich eher auf den Inform ZOM für die Serie A schielen, dass wenn der wirklich auf 40.000 fällt im Laufe der Woche, dass ich den dann kaufe. Dann habe ich auch erstmal nicht mehr so viele Coins, aber bis dahin will ich ja logischerweise Weekend League zocken, da gibt's wieder Coins einfach durchs Spielen und ich werde auch nebenbei wieder ein bisschen traden. Also ich denke, ich habe bald wieder 100.000 Coins zusammen. Gut, hoffen wir mal, dass wir das Spiel auch gewinnen und noch ein paar Punkte bekommen. Dann können wir ja bestimmt auch in Bronze, was hatte ich jetzt, Bronze 3, in Bronze 2 aufsteigen. Ja, das Team sieht schon deutlich besser aus. Nur ein Silberspieler, aber fast volle Chemie. Schnelle Stürmer mit Hernandez. Ich denke zumindest, dass er in FIFA 18 auch noch relativ schnell sein wird. Na, hoher Druck. Da. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob Weltklasse noch für mich möglich ist zu gewinnen. Das war nicht so gut. Wirkt schon mal deutlich schneller der Gegner. Und deutlich überlegter in seinen Handlungen. Und macht zum Glück nicht direkt das erste Tor. Scheiße. Oh, hier muss ich mich auf jeden Fall mehr konzentrieren. Oh, gut gemacht von Bender. Oh, Bender ist langsam. Rosinski hat 85 Pace, glaube ich. Ich glaube, letztes Jahr hat er 86 gehabt. Oh, ich wollte die Schuster schon machen, aber die Ballannahme hat er schon verkackt. Bong! Die Bong spielt mit. Ob der auch gerne Bong raucht? Boah, der macht echt gar keinen Fehler im Aufbauspiel.
Schlechter Abschluss, auch schlechte Position für den Abschluss. Na, wenn da die Mannschaften noch besser werden, wird Weltklasse, denke ich, echt eine Herausforderung. Für mich zumindest. Hatte ich jetzt schon mal einen Abschluss? Nee, ne? Ja, der spielt nicht schlecht. Der CPU. Was für ein miserabel gespielter Laufpass. Der war ja einfach nur quergelegt. Boah, wie er mich direkt doppelt, ey. Elfmeter? Oh, schade. Dafür gab es in der ähnlichen Situation in der letzten Aufnahme, im letzten Spiel, also im vorletzten Spiel, gegen im Finale halt einen Elfmeter, ne? Aber wenigstens sind wir mal in den Strafraum gefährlich gekommen. Also ich denke, es ist auf jeden Fall auch für mich noch machbar, hier zu gewinnen, aber das ist schon deutlich anstrengender. Gerade halt den Ball überhaupt zu bekommen, sobald der Gegner den Ball hat. Also hat er überhaupt schon mal den Ball verloren? Im Aufbauspiel? Oder habe ich den Ball immer nur gekriegt, weil er geschossen hat oder halt eine merkwürdige Flanke gespielt? Jetzt hat er mal einen Passfehler gemacht. Also hier 5 Tore zu machen, das wird auf definitiv nichts. Ich sehe nichts. Ach Mann. Schön mit Krosinski. So, jetzt mal in Ruhe hier einen Angriff aufziehen. Schön gesehen. Ja! Das war geil gespielt. Nice. Und dann halt auch wieder der Flachschuss ins lange Eck. Sehr geil. Arangis. Das war aber auch genial gespielt. Geil. Aber dadurch, dass das Spiel jetzt nicht so leicht ist gegen den Gegner, macht es auch einen Tick mehr Spaß, muss ich zugeben. Und es ist auch ein schönes. Oh, das war echt ein schwieriges Tor. Das war echt ein schwieriges Tor. Das hätte weder noch sehr weiter nach links gehen dürfen, dann wäre es daneben, aber auch nicht weiter nach rechts, weil er wäre mit seinem Fuß noch angekommen. Also das war wirklich perfekt. Und vielleicht hätte der ein besserer Torhüter hier auch gehalten, weil er schneller mit seinem Fuß unten gewesen wäre. Wenn ich Flügel wechsle, das wollte ich nicht machen. Jetzt hat er wieder einen Passfehler gehabt. Schön. Gut, mit Bender in den Passweg rein. Ah, das war dumm von mir. Oh, kriegt nur diese scheiß Ecke, weil ich vorher ihn hab laufen lassen. Mal schauen, wie er die Ecke spielt. Okay, er spielt auch dahin. Weil man kann sich logischerweise auch von der CPU was abgucken, gerade wenn es dann um die richtig schwere CPU geht. Also das ist jetzt nur Weltklasse, es gibt ja glaube ich noch Legende und noch irgendwas oder so. Da versuchen die dann ja schon optimal zu spielen und
Da könnte man dann schon versuchen, sich irgendwelche Sachen abzugucken, denke ich. Vielleicht auch schon bei Weltklasse, keine Ahnung. War gar nicht so schlecht. Okay, 1-0 ist natürlich nicht viel. Gegner hatte bisher zum Glück keine wirklich gefährlichen Angriffe. Das ging ganz gut. Also meine Abwehr ging ganz gut gegen ihn. Nur halt seine Abwehr ist auch viel besser als bei Profi, das merkt man. Ich denke, ich würde aber die anderen beiden Spiele dann auch noch auf Weltklasse spielen. Einfach weil es mir mehr Spaß macht, weil ich mich da mehr konzentrieren muss. Passen ist in Anführungsstrichen so einfach in FIFA 18, was man hier für ein Tiki-Taka spielen kann. Also da gibt's Direktpässe von teilweise schwachen Spielern oder von Spielern, die jetzt nicht den allerbesten Pass haben. Die kommen irgendwie immer alle. Das ist schon krass. Da war ich wieder zu sehr darauf fixiert, dass der Gegner oder dass mein Spieler in den Lauf geht und ich dann in den Lauf anspielen kann, also Traoré. Und bin dadurch in den Gegner reingelaufen. Zum Glück kommt Sommer, bitte halt ihn fest. Ah, danke. Hatte schon Angst, dass er ihn nur wegfaustet. Okay, das war dumm. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, wird scheiße, weil das ist dann meine Schuld. Muss man die Squad Battles eigentlich gewinnen oder gibt es hier auch Unentschieden? Ich denke mal, es gibt auch Unentschieden, oder? Weil es geht ja einfach nur um Punkte, wie es aussieht. Schön den Ball mitgenommen von Arangis. Oh, und dann so ein Scheißpass, den er in den Lauf spielt, statt einfach normal, wie ich es mache. Aber das kommt in FIFA 18, habe ich das Gefühl, nicht so oft vor wie in FIFA 17, dass Pässe in den Lauf gespielt werden, obwohl man einen normalen Pass macht. Oh, haben wir ein Glück, es war nur Alu. Ich wollte eigentlich nur antäuschen, dass wir Sommer rausholen, aber dann war noch das Tor ziemlich alleine. Ziemlich leer. Oh nein, das ist ein Tor. Okay. Ich dachte, er schießt ins lange Eck, das wäre dann drinnen gewesen. Jetzt muss man wieder ein bisschen konzentrieren. Haben wir lange keine wirklich gute Torschance mehr gehabt. Fällt mir ein, gegen die CPU kann man doch bestimmt total einfach Zeitspiel spielen, oder? Die raffen das doch bestimmt gar nicht. Also wenn ich jetzt 1-0 führe, raffen die das dann bestimmt gar nicht, wenn ich die ganze Zeit nur den Ball hin und her passe, ohne halt wirklich nach vorne zu spielen. Könnte sein, dass die aggressiver werden, je mehr Zeit vergeht, das weiß ich nicht, aber so vom Prinzip her glaube ich. Oh Gott. Oh. Gehen wir auf sehr defensiv. Ich werde auch keine weitere Aufnahme machen. Ich merke auch, dass ich ziemlich müde werde. Und wenn ich dann gegen die schwereren Teams auf Weltklasse spiele, will ich eigentlich schon wach und fit sein. Und dann geht ja auch schon fast die Weekend League los. Wofür ich mich qualifiziert habe, nice. Da muss ich ja mindestens Gold werden, um für die nächste auch qualifiziert zu sein, weil die kann ich, glaube ich, auch komplett spielen. Habe ich, glaube ich, auch Zeit, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Das war richtig scheiße, der Ballverlust. Schön abgefangen oder in den Passweg gestellt. Ja, war dumm. Wenn ich dahin spielen will, muss ich flanken. Hab gerade aber auch keinen Bock mehr. Bin echt müde gerade.
Ein zweites Tor wäre echt entspannt, aber will einfach nicht. Ich merke auch, dass ich gerade nicht mehr ganz so konzentriert spiele wie in der ersten Hälfte. Bong! Da ist er wieder. Was ist das wieder? Ach, jetzt gehen wir die Flanken los. Aber das war eine gute Flanke. Auch wenn Mankilo die nicht wirklich gut verwerten konnte. Ach du Scheiße, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Fuck! Ach, jetzt finden wir wenigstens raus, ob's. Eine Verlängerung gibt oder man auch unentschieden spielen kann. Aber ich denke, man kann auch unentschieden spielen. Ach, das ist bitter, ey. Das ist so bitter und dumm. Schade. Fuck, das Gegner hätte nicht sein müssen. Das hatte sich angebahnt, definitiv. Oh. Ja, ich bin auch relativ offensiv, wie man sieht. Der Gegner also erscheint siegen zu wollen. Oh, jetzt aber bitte nicht noch ein 2-1 fressen, also wenigstens das Unentschieden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man Unentschieden spielen kann in dem Modus. Ah, man kann Unentschieden spielen. Schade! Aber wenigstens nicht verloren, ich denke, das ist auch schon mal nicht schlecht. Ah, nein! Okay, es gibt also doch kein Unentschieden, krass. Oh, Elfmeterschießen gegen die CPU wäre ja merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich darauf Bock hätte. Vielleicht schießen wir ja jetzt einfach eins in der Verlängerung. Schade. Schade. Komm schon, ich will das Spiel gewinnen. Auf Garni gibt es ja auch weniger Punkte, wenn man in die Verlängerung gehen muss. Nein, nein, nein. Ich spiele auch ohne Wechsel, das heißt, meine Spieler sind jetzt echt alle im Arsch. Oh, zum Glück ist Bender schnell genug. Nein, nicht auf den Spieler. Och Mann. Was für ein bitterer Fehlpass. Wie, das war kein Abseits. Okay, erste Hälfte vorbei. Ich sehe mich schon hier Elfmeterschießen gegen die CPU spielen. Das wird echt lustig dann. Da frage ich mich, ob ich dann auch sehen kann, wo die hinschießen oder ob das bei der CPU nicht geht, weil die antäuschen.
Was für ein geil gespielter Konter, leider nicht mit dem Tor belohnt. Ach, und er tränkt mich ins Aus. Oh, wir haben ja einen Ball. Auch nicht gemerkt. Regie hat auch echt gut Pace. Also ausdauermäßig. Oh nein, den Ball hätte ich ja sogar noch annehmen können. Mit seinem starken Linken. Das hätte natürlich ein Tor werden müssen. Scheiße. Den hätte ich noch annehmen müssen, den Ball. Denke ich. Na geh doch! Oh, hat keine Ausdauer mehr. Oh, schöne Grätsche. Oh, krass gehalten vom Torhüter. Gut gespielt, aber super krass gehalten. So, also die CPU hat auch eher hier hingeflankt. Fuck. Oh, das gibt's doch nicht! Auch genial rausgespielt eigentlich. Meiner Meinung nach ein Foul. Oh, zwei Riesenschanken hat er nicht gemacht. Das gibt's echt ein Elfmeterschießen. Krass. Gegen die CPU. Hi, hi, hi. Okay, was soll's? Dann schießen wir halt 11 Meter. Oh Gott. Gut. So ruhig sein, konzentrieren. Oh, er hat ihn verschossen. Geil. Ich wäre auch in der richtigen Ecke gewesen. Gewonnen. Das war schon letzte. Oh, nice. Oh, Gott. Gegen die CPU und Elfmeterschießen gespielt und gewonnen. Ich kann nicht dafür, wenn der einen Elfmeter verschießt. Ne? Logisch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Punkte es gibt. Na komm. Tore, Arangis, Vorlagen. Origi, natürlich. Partie beendet. 250 Spielergebnis, 200. Skillbonus, 200. Tore, 100. Oh krass, ich krieg fast genauso viele Punkte wie im ersten Spiel, wo ich 6 Tore geschossen habe. Aber es sind jetzt schon Silber 3. Schwierigkeitsbonus 1,6.
Aber besser als Weltklasse werde ich auf jeden Fall nicht spielen. Keine Ahnung, was es für Rang 3 gibt, ich kann das auch irgendwo nachschauen. Das heißt, morgen habe ich dann ja auch neue Gegner, da bekomme ich dann wahrscheinlich auch wieder zwei schwächere Gegner. 2 Stunden bis zum nächsten Gegner-Update, ja. Da werde ich dann morgen die anderen beiden Spiele machen. Kann man jetzt irgendwo nachgucken? Was man für eine Belohnung bekommt? Dein Rang, Silber 3. Ach hier, Silber 3. Zwei Goldspielersets, 2000 Münzen, ein Trikot, Forza Nations. Aber zwei Goldsets, dafür, dass ich nur zwei Spiele gemacht habe, ist ja eigentlich schon ziemlich gut. Krass. Silber 3, Silber 2, gibt's ein Premium-Goldset sogar schon. 4800, da gibt's ja echt gute Belohnungen, das ist ja krass. Oh ey, aber ich habe so gar keinen Bock, die Spiele zu machen, auch für die Zukunft jetzt. Ich habe weder die Zeit noch die Lust, die zu machen, aber es gibt echt gute Belohnungen. Also das ist ja gar kein Problem, Silber 2 zu werden, logischerweise. Das kann man ja an einem Tag schaffen. Und dafür gibt es da schon fast 5000 Münzen, ein Premium-Gold-Set und zwei Gold-Sets. Silber 1, zwei Premium-Gold-Sets, ein Gold-Set, 10.900 Münzen. Und das zählt ja für die ganze Woche. Also man kriegt in der Woche mit Sicherheit, kriegt jeder Gold hin. Gold ist easy. Man muss ja einfach bloß Profi spielen, 5 Tore machen. Also das ist ja nicht schwer. Wenn selbst ich 6 Tore hinbekommen habe. So, Gold. Zwei Jumbo. Was? Zwei Jumbo Premium Gold Sets gibt's da schon? Und 12.000 Münzen? Das ist ja deutlich einfacher als Weekend League. Ein Jumbo Premium Gold Set, ein Premium Gold Spieler Set, 13.000 Münzen. Ein Premium Gold Spieler Set, zwei Jumbo Premium Sets, 12.400 Münzen. Ein seltene Gold Set. Bei Elite 3, ein Premium Gold Spieler Set, ein Jumbo Premium Gold Set, 20.800, zwei Megasets. Zwei Megasets. 25.200 Münzen. Zwei Megasets und fast 40.000 Münzen. Ja, und dann brauchen wir nicht drüber reden, über Top 100, weil das ist egal. Das ein seltenes Spieler, zwei Megasets. Ein Jumbo seltenes Spielerset, zwei Megasets, 65.000 Münzen. Ein Jumbo seltenes Spielerset, zwei seltene Spielersets, 75.000. Rang 2 bis 10, ultimatives Set. Was ist denn ein ultimatives Set? Zwei seltene Spielersets, 85.000. Zwei ultimative Sets, seltene Megasets, okay. Okay, gut zu wissen. Ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Also einen Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Okay, spinnt irgendwie mein Arm schon wieder rum. Also nicht mein Arm vom Körper, sondern mein Mikroarm. Tschüss, tschüss.